Das war der Matthias, der sich da eingetragen hat in unser, her damit, Kids-Geschichtsbuch. Ein anderer steht da schon längst drinnen. Der hat ein Comeback gefeiert auf der Piste, auf der Eispiste. Natürlich ist die Rede von Marcel Hirscher. Rechtzeitig vor Beginn des Kitzbühel-Wochenendes gibt sich der Skikönig der vergangenen 10 Jahre die Ehre. Aber nicht um Ski zu fahren, sondern um ein bisschen Spaß beim Autofahren zu haben. Marcel Hirscher ist hier. Wir werden ihn ein wenig begleiten hier auf Schnee und Eis. Da kommt er auch schon. Wir werden mal schauen, ob er so 500 PS auch so gut im Griff hat wie seine Ski. Marcel, hallo. Rainer, habe ich die Ehre. Ja, hallo. Fährst. Wie geht's? Entspannt. Entspannt, das glaube ich. Wie ist es so, wenn man kommt nach Kitzbühel, vielleicht auch die Ortstafel sieht, aber nicht als Rennfahrer, sondern wirklich, wie du sagst, ganz relaxed. Schon schräg, also es ist wirklich anders, logischerweise. Es ist so, das erste Mal kriege ich eigentlich mit, was drumherum, also ich kriege es ein bisschen mit zumindest. Also ich sehe mal die Aufbauarbeiten, ich sehe, was da eigentlich los ist, was da für Stimmung merkbar ist, schon ja, fast eine Woche vorher. Und es ist schon faszinierend, weil das habe ich sonst eigentlich nie mitgekriegt. Ich bin reingefahren, bin angereist, habe meine Sache erledigt und bin wieder heimgefahren. Und so das Hirzen merkt man schon den wahnsinnigen Stellenwert und die Ausnahmestellung Kitzbühel. Ich darf mitfahren. Soll ich es wagen? Kann ich es wagen? Ist eh, deine Verantwortung. Okay, ich übernehme nichts. Okay. Nein, ich freue mich. Gehen wir es an, oder? Jawohl, machen wir. Du Rainer, ja? Jetzt kennen wir uns schon sehr, sehr lang. Sind wir bei du, ha? Sehr gerne, ja. War cool. Weiß. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Jawohl. Vor allem mit Autofahren. Ja. Ja, ich hab geschaut. Das ist schlecht. Marcel, naja, du, jetzt ist es ungefähr 4 Monate her, dass du dich entschlossen hast, aufzuhören mit dem Skirennsport. Damals diese Pressekonferenz. Du hast ja lange mit dir gerungen. Ja. Jetzt, in diesen 4 Monaten, hat es irgendwann einmal den Zeitpunkt gegeben, wo du gedacht hast, vielleicht war es doch ein bisschen zu früh. Das war am Anfang speziell. Weil am Anfang war dann echt so die große Umstellung, wo ich mir gedacht habe, boah, ja, das war wirklich, da ist schon nachgedacht. Aber umso länger das jetzt her ist, umso mehr genieße ich natürlich das doch normalere Leben. Ich meine, klar ist das jetzt, was wir jetzt gerade haben, auch nicht normal, aber es ist einmal auf jeden Fall so, dass es, weißt, zum Beispiel jetzt bin ich Skitouren gegangen und das ist mein 4. Skitour in meinem Leben gewesen. Und 3 davon bin ich heuer gegangen. Echt wahr? Ja. Mhm. Und da merkt man so, boah, das ist halt schon. Ja, du wahnsinnig hast schön. Ist nicht viel Lebensqualität natürlich auch jetzt dadurch gewonnen. Oder? Genau. Und vor allem habe ich halt einfach, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich habe halt, glaube ich, wirklich mehr oder weniger alles dem Skifahren untergeordnet. Mhm. Und das ist halt schon, wo ich jetzt merke, so, das ist echt eine ganz andere Lebensqualität. Aber so, wenn du siehst im Fernsehen jetzt einen Rennhang, perfekt präpariert, schönes Wetter, genau deine Bedingungen vielleicht. Da nicht ein bisschen hier und da? Nein, gar nicht. Also das ist absolut faszinierend. Du machst das super übrigens. Ja, ich bemühe mich. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass ich die Rennen so cool anschauen kann. Es macht direkt Spaß. Logischerweise kenne ich die ganzen Jungs. Mhm. Ich kenne sie alle, wie sie sich entwickelt haben, was ist im Sommer passiert, welche Fortschritte haben sie gemacht. Wie ist der Materialsektor schlussendlich, was hat sich da verändert, wer hat welche Fortschritte gemacht, wer ist stagniert. Also es ist schon mega, mega cool, wenn man schaust so... Schaust du jedes Rennen an? Ja, schon. Ja. Auch Speed, oder hauptsächlich die technischen Rennen? Die Kombi schaue ich mir vielleicht nicht zur Gänze an, aber sonst versuche ich schon wirklich, dass ich mir die Herrenrennen alle anschaue. Mhm. Aber du, wie ist eigentlich die Situation jetzt da in unserem Skiteam? Ich meine, dass wir kleinere Brötchen backen werden müssen, das war schon klar bei einem Rücktritt, aber es... Teilweise ist halt schon ein bisschen zart, das Ganze. Wie siehst du das so jetzt von außen betrachtet? Ich meine, das ist die Frage, ob mir das zusteht, das wirklich so zu analysieren. Aber
Eins ist halt auf jeden Fall Fakt, dass die Athleten wollen schlussendlich alle schnell sein, wollen alle gewinnen. Das will, glaube ich, jeder, der da an den Start geht. Was halt schon auffällig ist, Nationen wie Norwegen, es ist halt schon faszinierend, was die jetzt da für Dichte auf einmal an einem Tag liegen und vor allem, was da junge Leute nachkommen. Das fasziniert mich ehrlich gesagt schon. Ich glaube, beim Skiverband ist es sicherlich so, dass mit den Veränderungen, die eh schon da sind, mit kleinen Gruppen, ich glaube, dass die Richtung da schon hingeht im Skisport. Okay. Aber jetzt hat letztens ein Ex-Kollege von dir gesagt, er findet es so schade, dass er kaum hat mit dir trainieren können, weil du halt eben so eine extra Gruppe, so eine kleine Gruppe gehabt hast. Ja. Ich meine, was stimmt, ist sicherlich, dass ich das nicht immer zulassen habe, weil ich kann mich auch sehr oft daran erinnern, was geheißen hat, naja, es ist uns vielleicht doch nicht ideal, weil es ist sehr, sehr fordernd und schwierig alles. Ich hätte nie eine ganze Gruppe mitfahren lassen, das stimmt. Aber ein, zwei Leute sind fast immer gegangen. Und zum Beispiel mit Manuel Feller, Marco Schwarz, ich habe von den Jungs sehr viel profitieren können. Okay. Wenn man ehrlich ist, also wir haben sehr oft versucht, da wirklich den Kontakt zu kriegen, weil schlussendlich war die Zeit schon so, dass ich auch was lernen habe können von den Jungen. Mhm. Auf jeden Fall. Und vor allem, die haben schon das Limit im Training sehr nach oben gepusht. Aber wirst du oft angesprochen jetzt, wenn du unterwegs bist von den Leuten, so sagen, bitte, Marcel, willst du nicht wieder zurückkommen, fang bitte wieder an. Na klar, hört man das, aber das ist ja auch nicht ganz fair, weil was ist der Unterschied zum letzten Jahr? Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ja, aber es fällt natürlich jetzt viel mehr auf. Es fällt halt mehr auf. Ja. Was müsste, was könnte passieren, dass du über ein Comeback vielleicht nochmal nachdenkst? Ich weiß nicht, was da passieren müsste. Ehrlich gesagt, am Anfang habe ich mir gedacht, das könnte schon mal sein, dass ich vielleicht, wenn es mir so jucken anfängt, dass ich mir da nochmal drüber traue und das nochmal machen möchte. Meine, das ist natürlich eine Geschichte eingehen. Ich meine, solche Comebacks sind natürlich immer ganz, ganz besondere Geschichten. Das stimmt. Oder? War das geplant jetzt? Ja. Also, okay. Einer noch, auf die Seite. Okay. Und dann fahren wir wieder weiter. Zum Ausdrehen wieder. Ja, war mir wieder aber eher schlecht. nein, ich glaube, ehrlich gesagt, am Anfang habe ich mir das schon vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, vielleicht fangen wir mal voll da an nochmal. Und dann könnte ich echt nochmal ein Comeback starten und hätte ein bisschen den Druck heraus. Aber mittlerweile bin ich so, ich fange es wirklich Tag für Tag mehr zu genießen an. Das Normale und es muss nicht alles immer perfekt sein, es reicht auch, wenn es, ja. Aber was glaubst du, wenn du zum Beispiel jetzt am Sonntag beim Rennen am Ganzenhang an den Start gingest, so wie du jetzt beieinander bist in der Situation und so weiter, was glaubst du ungefähr, wo würdest du da lang? Ich glaube, qualifizieren konnte ich mich schon für den zweiten Tag. Okay. Ich glaube, ich war schon ein bisschen mehr Trainer, oder? Ich weiß. Keine Ahnung. Du eigentlich noch viel Training? Du hast viel trainiert, ne? Ich habe 3 Monate fast gar nichts da. Also, so wird es die Sportmedizin und Wissenschaft vorsieht. Also, normalerweise sollte man eigentlich den Körper so abtrainieren und so, aber ich wollte einfach dann nichts mehr. Und jetzt seit einem Monat tue ich wieder wirklich viel und es tut mir echt gut. Also, da ist kein Unterschied zu früher. Man sieht ja erst jetzt, was du ja wirklich permanent geliefert hast. Diese Serie an Siegen sieht man erst, wie schwierig das ist. Jetzt mich bei deinen potenziellen Nachfolgern, Christophers und Pantiro, die lassen immer wieder was liegen. Die haben immer wieder so negative Ausreißer. Wie siehst du da die Situation jetzt im Kampf und der Gesamtheit? Ja, es ist mega spannend. Also vor allem sieht man also, dass Abfahrer jetzt zum Beispiel, wenn sie in anderen Disziplinen gut punkten, also sei es Kombi, Riesendurlauf, auf einmal kommen sie super zurecht im Kampf um den Gesamtweltcup. Weil halt einfach die normalen, wie wollen wir es bezeichnen? Also es ist im Riesendurlauf Slalom meiner Meinung nach nicht unbedingt alltäglich, dass man halt in jedem Rennen 8 Punkte macht. Weil es war halt irgendwo dann mein Pace, was ich so bringen habe können im Laufe der Saisonen. 80 Punkte pro Rennen. Und so war das halt auch immer möglich. Aber es ist schon faszinierend, wie schwierig es ist, um den Gesamtweltcup zu fahren. Das wird auch für mich jetzt immer mehr bewusst, was das eigentlich geheißen hat, 8 Jahre das jetzt zu machen.
Rainer schlecht hat sich einmal offen. Das war nicht so einfach, gell? Reden und fahren. Nein, aber ich sehe, du hast das super im Griff. Das hat also jederzeit vorher wieder gern mit dir. Jetzt abschließend noch, was war denn eigentlich dein bester Kitzbühellauf? War das da, wo du den zweiten Durchgang, du hast glaube ich über eine Sekunde hast aufgehört, du warst glaube ich 9. oder so? Ich glaube, dass das da sicherlich das Brutalste war, was ich in Kitzbühel zusammengebracht habe, weil es war echt so erzwungen. Mhm. Und das war, sind schon wahnsinnig coole Erinnerungen an dieses Rennen damals und welcher Kraftakt das auch war. Das war halt wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen und alles auf den Karten gesetzt und es hat wieder einmal ist aufgegangen und hat funktioniert.